Schönen guten Tag zur Vorlesung VR Business Development. Mein Name ist Tobias und ich möchte euch durch die Inhalte dieser Vorlesung führen, dass wir eine Übersicht bekommen, was wir dieses Semester uns so antun werden. Und zwar gehen wir mal auf die Ziele ein, gucken ein wenig schon mal in das Thema, was VR eigentlich so leisten kann, rein. Werden genau den Ablauf besprechen, schauen uns dann an, was ich für Bedingungen vorgebe, wie dieses Projekt in dieser Vorlesung dann ausgeführt werden kann. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen weiteren Video, wo wir die Rollen beschreiben, die jeder einzelne von euch in dieser Vorlesung einnehmen kann. Die Ziele der Vorlesung. Wir wollen, beziehungsweise ich möchte, dass ihr das macht, ein Businessmodell entwickeln. Und zwar eines, was tatsächlich auch tragfähig sein könnte. Ja, also sein könnte heißt, wir wissen es natürlich nicht, weil wir nicht richtig an den Markt gehen, nicht richtig Akquise betreiben. Aber wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass es theoretisch funktionieren könnte. Das kann man im Vorfeld eben prüfen, indem man das Businessmodell so aufbaut, dass man halt sich anschaut, gibt es da einen Nutzen, gibt es da potenzielle Käufer, bieten wir etwas, was für andere Leute Sinn macht, dass sie das dann von uns erwerben. Ja, und das meine ich also mit ein tragfähiges Geschäftsmodell soll hier entwickelt werden. Ihr werdet außerdem mal in diesen Genuss kommen, in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Normalerweise hat man ja einen ähnlichen Wissensstand bei allen Kommilitoninnen, die ihr habt in eurem Kurs. Das wird in dieser Vorlesung ganz anders werden. Jeder in eurer Gruppe hat ein ganz anderes Spezialwissen, aber alle zusammen werden benötigt, damit es am Ende funktioniert. Und da gibt es natürlich Kommunikationsprobleme, da gibt es Verantwortung, die man übernehmen muss in seinem Bereich und auch garantieren muss gegenüber den anderen in der Gruppe, dass man das auch dann ausfüllt. Und das kann man hier in dieser Vorlesung mal ausprobieren. Später im Berufsleben ist es ganz normal, dass man dort eine Aufgabenteilung hat. Wir werden auch den Prozess einer Prototypentwicklung von Software hier mal in einem kleinen Maßstab durchspielen. Es sind aber alle Schritte im Grunde enthalten, also von der vom Brainstorming, von der Ideation über die Konzeption bis zur Umsetzung der Spezifikation als Prototyp und dann auch die Präsentation im Markt werden wir alles hier dabei haben. Aber wie gesagt, im kleinen geschützten Rahmen. Es wird sich also niemand die Finger verbrennen und niemand wird da Tausende von Euro in den Sand setzen. Nebenbei werden wir in einem sehr modernen Bereich uns bewegen, und zwar im Bereich der VR, der Virtual Reality. Um diese Technologie wird es im Kern eurer Businessmodelle gehen. Wir haben da sehr viel Potenzial, diese Technologie ist auch ständig noch weiter im Entwickeln und es ist noch gar nicht abzusehen, ob schon alles mal durchdacht worden ist, was man mit dieser Technologie machen kann. Und wir werden uns dem annehmen und schauen, ob wir das nicht vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln können und tolle, interessante Geschäftsmodelle mit dieser Technologie finden können. Es geht also um VR. Da schauen wir uns doch mal die technischen Möglichkeiten an. Was haben wir durch VR, was wir nicht durch andere Bereitstellungsinstrumente nicht vorher schon hatten? VR überzeugt durch eine sehr, sehr hohe Immersion. Immersion bedeutet, man ist in einer anderen Welt,
hineinversetzt und hat das Gefühl, die ist echt und ich bin da wirklich drin. Das ist eine ganz andere Art von Auseinandersetzung, wie als würde ich jetzt in einem 3D-Kino einen Dinosaurierfilm schauen. Ja? Da hat man auch schon das Gefühl, oh, die können mich richtig angreifen, die Dinosaurier. Und in der VR-Welt ist es nochmal eine Stufe härter. Ja, du bist da wirklich drin, du kannst, deine Sinne werden so krass überlistet, dass du das Gefühl hast, oh verdammt, das muss alles echt sein. Ja, das geht so weit, dass man in VR-Situationen nachbauen kann, wie zum Beispiel auf einem sehr schmalen Seil zwischen zwei Hochhäusern zu laufen. Ja, die Leute, die das gemacht haben in VR, die waren eigentlich auf einem sicheren Boden, aber sie haben sich nicht mehr getraut, einen Schritt nach links oder rechts zu machen, ja, weil für sie das real war, dass sie jederzeit runterfallen könnten. Natürlich werden wir da auch alle Tricks aus der Kiste holen, ja, wie zum Beispiel, dass wir auch Audioquellen dementsprechend so einstellen, dass es so wirkt, als würden wir uns von denen entfernen oder näher kommen. Ja, dass also nicht nur das Visuelle uns täuschen kann, sondern auch die auditiven Signale. Das Schöne an der VR ist, dass wir hier eine Welt haben, die wir komplett frei nach einem Wunsch, den wir haben, nach einem Plan, den wir haben, entwickeln können. Egal welche Inhalte, egal welches Wetter, egal welche Situation, wir können das bestimmen. Es gibt keinerlei Grenzen. Ja, in dem Moment, wo dein Team in der Lage ist, die Rollen, die wir mit euch trainieren, auszufüllen, hast du die vollständige Freiheit, was auch immer zu bauen, was du möchtest. Und in VR wirst du das dann umsetzen können und kannst dann also auch ausprobieren, wie ist es eigentlich, wenn man wie Superman durch das Weltall fliegt? Sollte das ein sinnvolles Geschäftsmodell sein? Ja, kann man das gerne machen. Oder wie ist es, als Blutzelle durch den Blutkreislauf des Menschen sich zu bewegen? Ja, das könnte man ausprobieren ohne Probleme, wenn man die VR-Technologie nutzt. Dabei haben wir natürlich ein paar Vorteile, die wir in der echten Welt nicht so haben. Denn unsere Welt ist frei von physikalischen Grenzen und Gesetzen. Die sind aufgehoben. Wenn wir die nicht haben wollen in der VR-Welt, dann gibt es die da nicht. Wenn wir die natürlich haben wollen, dann können wir die da einbauen. Das ist kein Problem. Ja, aber so haben wir die Möglichkeit, ohne dass wir uns in Gefahr begeben, eben Situationen auszuprobieren, uns mit Neuem vertraut zu machen, auch Team-Kollaborationen auszuprobieren, die zu teuer oder zu gefährlich sind. Das steht uns hier frei, wenn wir im Bereich der VR uns bewegen. Die Art des Interfaces ist wirklich auch sehr gut durchdacht in dem Sinne. Ja, nicht nur, dass die Bewegung des Kopfes direkt umgesetzt wird in eine veränderte Kameraposition, sodass du eben das Gefühl hast, du würdest dich in einer realen Welt umschauen, sondern du hast auch bestimmte Eingabedevices, mit denen du sehr, sehr, ich sag mal, detailliert mit dieser virtuellen Welt interagieren kannst und dich dort in sechs Dimensionen, also drei Raumdimensionen, hoch, runter, vor, zurück, ja, links, rechts und auch Rotation, drei Dimensionen, eben mitteilen kannst und dort die Welt dadurch manipulieren kannst. Diesen technischen Möglichkeiten, für diese technischen Möglichkeiten muss, und das ist sozusagen der Auftrag auch in der ersten Session, ein Businessmodell entgegenstehen, was diese technischen Möglichkeiten eben einbindet und nutzbar macht. Ja? Ansonsten sind diese technischen Möglichkeiten nichts wert, wenn wir nicht daraus ein Businessmodell bauen können. Und dieses Businessmodell, das könnte zum Beispiel sein, dass man sich überlegt, wie verändert sich das kollaborative Arbeiten in der virtuellen Welt? Was passiert, wenn räumlich verteilt mein Personal an ein und dem gleichen Modell arbeitet, an ein und der gleichen Sache arbeitet?
Ja, in der virtuellen Welt, da können diese Personen zusammenkommen, obwohl sie tausende Kilometer weit entfernt sind und können sich real bewegen und auch begegnen. Für die Aus- und Weiterbildung und Fortbildung können wir teure Maschinen simulieren, gefährliche Situationen nachstellen, seltenste Ereignisse real und tausendfach ausprobiert durchspielen lassen oder vielleicht auch hier in der Corona-Zeit uns überlegen, wie können wir dort in der Lehre Vorteile ziehen aus der VR-Technologie. Durch die Situation, der ich mich aussetze, kann ich natürlich auch mich persönlich weiterbilden, ja, mich verändern, mich auch testen, in Rollenspielen zum Beispiel, in denen ich mich dann befinde. Oder im Engineering-Bereich kann ich komplette Werkhallen simulieren. Ich kann Konzeptionen neuer Gebäude oder sehr umfangreicher Fahrzeuge, Maschinen in der virtuellen Dimension ausprobieren und durchtesten. Ich kann komplette Anlagen planen, ohne dass ich eine reale Schraube dazu im Baumarkt kaufen musste. Sehr beliebt auch auf Messen, die VR-Technologie zu nutzen zur Präsentation sehr teurer oder sehr schwerfälliger Produkte. Ja, so eine Yacht zum Beispiel, die kann man halt nicht mal eben zur Frankfurter oder Hannover Messe fahren, weil es ja keine Wasserstraßen gibt, ja, und es super teuer ist, auf dem Laster zu verladen. Ja, durch eine VR-Präsentation gelingt das leichter. Und durch die Immersion ist es fast, als wäre man tatsächlich auf dem Schiff, auf dieser Yacht. Was auch noch sehr spannend sein kann, ich habe bei all diesen vorher besprochenen Themen die Möglichkeit, den Menschen digital aufzunehmen. Ja, also seine Blickrichtung, seine Gestik, seine Reaktion auf die simulierten Ereignisse, das kann ich alles als Daten abgreifen und dementsprechend verwertbar nutzbar machen und eventuell darauf basierend neue Geschäftsmodelle aufbauen. Ich möchte kurz eine Slide wechseln und zwar dazu mal noch ein paar Hinweise zur Technologie. Also wir werden voraussichtlich jeder Gruppe ein solches VR-Device, das ist entweder die Oculus Rift Version, werden wir noch schauen, oder auch die HTC Vive zur Verfügung stellen. Bestehend eben aus dieser Brille. Diese hat hier auch schon Kopfhörer direkt integriert und dann solche Handles, mit denen man sich also dann bemerkbar machen kann in der virtuellen Welt. Diese enthalten dann auch Lagesensoren, sodass man in der virtuellen Welt dann tatsächlich eingreifen kann. Hier ist nochmal die Oculus in einer schematischen Darstellung. Das Prinzip ist, du hast im Grunde für das linke und für das rechte Auge zwei unterschiedliche Bilder. Ja, und so funktioniert das Stereo-Sehen beim Menschen, ja, durch zwei Augen, ja, die eine leicht versetzte Blickposition haben, baut sich eine 3D-Erscheinung der Welt zusammen. Und das hat man einfach rüber kopiert, sozusagen in so eine Brille. Und man hat jetzt durch so eine Linsentechnik die Möglichkeit geschaffen, dass das linke Auge ein anderes Bild kriegt als das rechte Auge, sodass wir also tatsächlich eben eine Wahrnehmung haben, als würden wir uns in der realen Welt befinden. Und hier sieht man dann auch nochmal ein paar Möglichkeiten. Hier werden also Anlagen geplant. Das wurde hier noch in einem Cave gemacht. Dieses Gebäude steht bei uns an der Hochschule Mannheim, also hier in Mannheim an der Hochschule Mannheim. Die haben jetzt noch nicht die Digital-Displays hier direkt in der Brille drin, sondern sie schauen über so eine Art Polarisationsfilter auf rechteckige Wände, in denen dann sozusagen die Bilder drauf sind. Ja, das erzeugt bei bestimmten Winkeln sehr komische Verzerrungen. Das haben wir nicht das Problem, wenn man also diese Brillen benutzt, denn die sind sozusagen ja komplett dann integriert, die Displays. Aber diese Zusammenarbeit wird eben hier auch schon mal, konnte hier auch schon mal getestet werden und wird auch von John Deere wohl regelmäßig genutzt, wenn die sozusagen da größere neue Maschinen planen.
Der Marcel Hert hat mal mit mir zusammen eine Bachelorarbeit verfasst, wo er sich auch mit Anwendungen beschäftigt hat und hatte auch da recherchiert, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn bei dem Training dieser Rollstuhlrampen darauf verzichtet, jedes Mal ein ICE bereitzustellen, ja, wo man diese Rampe dann eben mal ausprobieren kann, ohne dass es im laufenden Betrieb von den Auszubildenden trainiert wird, sondern das wird dann in VR gemacht. Dort wird also diese Rampe dann bedient. Es gibt dann ein Tutorial und Anleitung und die Auszubildenden, die haben dann also die gleichen Controls, die gleichen Taster, die gleichen Dimensionen und lernen dann dort erstmal diese Bedienung. Denn es ist schon wahrscheinlich ein bisschen teuer, so ein ICE einfach mal für 3 Wochen stillzulegen, damit die Ausbildung an diesen Gerätschaften und Hebebühnen dann durchgeführt werden kann. In Heidelberg haben wir auch noch ein sehr spannendes Startup, Living Brain. Mit denen hatte ich auch letztes Jahr zu tun. Da habe ich mit denen zusammengearbeitet bei einem Hackathon und die haben sich spezialisiert auf medizinische Anwendungen. Zum Beispiel, wenn jemand Schizophrenie hat oder Klaustrophobie hat, also irgendeine Art von Phobie hat, dann kann eben durch eine Auseinandersetzung mit dieser Phobie ein Trainingskonzept, ein Therapiekonzept erarbeitet werden. Der Vorteil in der VR-Welt: ich kann sehr genau steuern, wie stark ich mich diesem Stimulus aussetze, von dem die Leute eben dann diese Phobie bekommen. Sie können das hundertprozentig kontrollieren. Man kann den Patienten sehr gut dabei beobachten und ihm selber auch die Möglichkeit geben, einzustellen, wie stark er sich dem aussetzt, sodass er das Gefühl hat, er hätte die Kontrolle. Und genau das ist eigentlich ein guter Weg hin zu der Therapie dieser Phobie. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen, welche Geschäftsmodelle ihr hier entwickeln werertet. Und wir gucken jetzt mal weiter uns den Ablauf der Vorlesung an. So, da sind wir. Und zwar, wir werden als erstes uns mal mit der Gruppenfindung befassen. Und zwar haben wir 6 Personen pro Gruppe. Das liegt daran, dass es, weil ich schon das Ziel habe, eine marktfähige Anwendung zu bauen, die prototypisch sozusagen dann auch schon Investoren vorgestellt werden kann. Weil ich dieses Ziel habe und verfolgen möchte, brauche ich sehr viel Spezialwissen in 6 verschiedenen Bereichen. Und genau diese 6 verschiedenen Bereiche werden also hier euch vermittelt, sodass jeder von euch in einer dieser Rolle sich befindet und in diesem fachspezifisches Wissen und Erfahrungen erlangt. Und diese 6 unterschiedlichen Personen, also von den Fähigkeiten unterschiedlichen Personen, die ergeben dann eine Gruppe. So, und zu Beginn solltet ihr euch dann, nachdem ihr euch mal angeschaut habt, was es so für Rollen gibt, dann eben entscheiden, wer ist denn jetzt zusammen eine Gruppe, denn diese Gruppe wird natürlich dann sich auch im nächsten Schritt auf ein Thema einigen müssen, ja, und da kann man im Vorfeld dann also schon überlegen, mit wem möchte ich denn das zusammen machen, wer hätte denn ähnliche Ideen und wo haben wir denn so viele interdisziplinäre Leute zusammen, dass wir daraus eine Gruppe bauen können. Bei der Themenfindung geht es eben dann darum, ein Businessmodell zu finden, auf das ihr Lust habt. Also ihr seid da, bis auf ein paar kleine Rahmenbedingungen, die ich gleich noch erzähle, komplett frei, euch etwas zu überlegen. Und diese Themenfindung wird dann im darauffolgenden Termin in der Besprechung eines Businessmodells münden. Dieses Businessmodell werden wir dann auch durchgehen. Wir werden alle Aspekte dieses Businessmodells beleuchten und ihr seid im Grunde jetzt schon als Gruppe dann dafür verantwortlich, dieses Businessmodell eben zu verteidigen. Ja? Und ich werde eben Fragen stellen, um rauszufinden, wie tragfähig ist dieses Businessmodell und wie stark habt ihr euch also mit diesem Businessmodell vertraut gemacht. Der blaue Stern bedeutet, dass hier schon die erste Gruppenbewertung am Ende dieser Session dann feststeht. Danach folgen 3 Wochen Training on the Job.
Also die sechs Personen werden jeweils in unterschiedlichen Szenarien trainiert. Ungefähr werden wir das in, ich sag mal, mindestens 6 bis 9 einzelnen Tutorials machen, die du dir also zu Hause dann anschaust, dann diese Inhalte, die dort vermittelt werden, dir selber nochmal versuchst nachzustellen und dann in Aufgaben, die wir innerhalb dieser 3 Wochen dir rausgeben, dich dann sozusagen damit konfrontieren, sodass du dann schauen kannst, ob du soweit es verstanden hast, was in diesen Tutorials vermittelt worden ist. Wir werden also dann in den 3 Wochen Training on the Job Meetings veranstalten, wo wir die von uns bereitgestellten Aufgaben mit euch besprechen und wo du natürlich auch dann Fragen stellen kannst, sodass dort auch jederzeit der Austausch da ist und das, was wir eben wissen, auch noch an dich weitergegeben werden kann, ja außerhalb der Videos, die wir dort zur Verfügung stellen. Dann gibt es in der Woche danach die Individualevaluierung. Das bedeutet, du bekommst eine Aufgabe und hast eine Stunde Zeit, diese Aufgabe zu lösen für deine konkrete Rolle. Also die Rolle, die du am Anfang ausgewählt hast, in der du Videotutorials konsumiert hast, in der du von uns Aufgaben bekommen und diese auch gelöst hast. In dieser Rolle wirst du also jetzt bewertet. Inwiefern hast du das Ziel erreicht, ein vollständiges Mitglied zu sein, was später in der Gruppe halt seine Rolle übernehmen kann? Kein anderer in deiner Gruppe wird diese Rolle haben, die du hast. Ja, das heißt, die Gruppe ist auf dich angewiesen und wir wollen also hier in dieser Individualevaluierung dann gemeinsam mit dir herausfinden, ob soweit das okay ist und wir dich in die Gruppenphase weitergeben können. Die Individualevaluierung wird dann natürlich benotet. Diese Note ergibt 50% der Gesamtnote. Danach wird wieder Teamarbeit gefragt sein. Ihr werdet eine Konzeption erstellen. Diese Konzeption beinhaltet die technische Spezifikation, die analytische Spezifikation für Struktur und Verhalten, die eben benötigt ist oder wird, damit ein extern angenommenes Entwicklerinnen-Team dann eure Idee, eure Vision realisieren kann. Ja, das heißt, wir gucken also uns das Ganze an als Entwickler, ob wir mit dieser Konzeption klarkommen würden oder ob uns da viele Sachen fehlen. Und dementsprechend wirst du auch hier in deiner Gruppe eine Teilnote erhalten. Das ist also die zweite Gruppennote nach der Businessmodellbesprechung, die du hier in deiner Gruppe bekommst. Danach gibt es 3 Wochen Arbeit in deinem Team, das heißt, du arbeitest in deinem Team, in deiner Rolle, mit den anderen zusammen daran, diesen Prototyp, dieses Businessmodell umzusetzen, prototypisch. Und nach diesen 3 Wochen, dann werden wir schon Mitte, Ende Juli sein, gibst du uns dann einen Prototyp ab und produzierst einen 30 Sekunden Teaser, also einen kleinen Videostrip, der das Businessmodell erklärt, der zeigt, was der Prototyp leisten kann. Mit dem Ziel, dass wir damit potenziell angenommene Investorinnen und Investoren überzeugen können, in das Team und in diese Idee zu investieren. Die Abgabe des Prototypen und die Produktion des 30-Sekunden-Teasers stellt dann die letzte von 3 Gruppenteilnoten dar. Ja, und diese 3 Gruppenteilnoten ergeben eine Gruppennote, die sind gleichberechtigt, also jeweils immer ein Drittel. Und werden dann zusammen mit der Individualnote verrechnet. Also die Individualnote hat 50% Gewicht und dann die Gruppennote 50%, den Rest als Gewicht. Was sind die Rahmen, in denen du dieses Thema, dein Businessmodell wählen kannst? Was ist der Rahmen dafür? Erfahrungsgemäß, weil ich selber eben auch schon einige Businessmodelle gegründet habe und ausgefahren habe,
ist mir hundertprozentig klar, dass es nicht ohne eine zentrale Datenspeicherung geht. Diese zentrale Datenspeicherung wird über ein cloudbasiertes System geschaffen. Einer der Rollen wird also sich damit beschäftigen, diese aufzusetzen. Dann brauchen wir natürlich Frontends. Ja, also wir sind nicht nur konfrontiert mit unserem Businessmodell, wenn wir in dem VR-Space uns bewegen, sondern wir haben auch vielleicht einen Anmeldebildschirm oder eine Landingpage, die über das Produkt, über unser Service informiert. Wir haben irgendwelche administrativen Jobs zu tun oder wir müssen irgendwelche Informationen aufbereiten für das Businessmodell. Das wird also webbasiert passieren. Und dafür gibt es also dann auch eine Person, eine Rolle, die daraufhin geschult wird. Dann ist klar, wenn wir uns im VR-Bereich bewegen, dass die VR-Technologie also Kern sein muss des Geschäftsmodells. Und ich habe das schon erwähnt, wir sind bei 6 Personen pro Team, also nicht mehr als 6 Personen dürfen in einem Team zusammenarbeiten. Es können weniger Personen sein, das ist kein Problem. Da muss das Team dann halt gucken, wie kann es jetzt ausgleichen, wenn jetzt eine Rolle fehlt. Ne? Es kann sein, dass man das ausgleicht, indem ein oder zwei Leute die Arbeiten der fehlenden Rolle mit übernehmen oder indem man sein Businessmodell so wählt, dass das nicht schlimm ist, wenn man von dieser Rolle niemanden hat. So, dann hätten wir noch die Rollen an sich. Jeder von euch wird sich also mit einer dieser Rollen beschäftigen und wird dort trainiert von mir bzw. 2 Kollegen von mir und wird darin dann auch in der Individualevaluierung bewertet werden. Und was genau diese Rollen sind, was man da genau tun muss und worum es da geht, das würde ich euch gerne mit meinen beiden Kollegen zusammen erzählen in dem nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.